Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Review. Diesmal von der Henry's Viper. Also, ich dachte mir, ich hole mir das mal zum Spaß, mache dann davon mal ein Review, weil ich mal wissen wollte, wie sich ein Jojo von anderen Marken zocken lässt, außer von Jojo Factory. Es ist ein Response-Jojo, das heißt, es kommt beim Zocken zur Hand zurück. Und ja, ich finde, es ist am besten für Loops geeignet, also wenn man sich zwei holt und mal gern mit Loopen anfangen möchte, ist das echt sehr gut. Es kostet zwar ein bisschen viel, aber dafür finde ich es eigentlich auch ganz okay. Trotzdem noch ein bisschen zu viel. Da könnt ihr euch dann, wenn ihr eins von Henry's kaufen wollt, vielleicht auch einen Lizard holen oder eine Cobra. Das würde sich dann mehr lohnen für einen Tiger Snake. Also, ja, dann kommen wir mal zum Größenvergleich. Ich nehme ja mal die Grind Machine. So. Da werdet ihr jetzt auch den Unterschied noch sehen. Es ist ein sehr dünnes Jojo. Hier hat die Grind Machine locker einen Zentimeter Vorsprung. Und im Durchmesser passt die Grind Machine auch rein. Jo. Kommt die wieder weg. So, dann schraube ich es mal auf. So, jetzt kommt noch das Besondere. Das ist anders als bei anderen Jojos. Ja, es ist Gummi abgegangen. So. Also. Hier ist nämlich die Achse. Also, es ist eine Achse mit einem Metallring dran. Das soll dann die B-Ring darstellen. Das ist aber nicht wirklich eine B-Ring, würde ich mal sagen. Das muss man dann aber auch regelmäßig ölen. Weil sonst läuft die nicht mehr so gut wie am Anfang. Diese Gummiringe hier, die sind auch ganz wichtig. Weil, also die können auch kaputt gehen. Denn wenn die kaputt gehen, dann kommt es direkt zur Hand zurück. Da bleibt es auch nicht im Sleeper stehen. Ja, die Achse kann auch kaputt gehen. Da müsst ihr euch dann eine neue kaufen und die dann selber wieder reinbauen. Oder wenn ihr einen Shop von Henry's in der Nähe habt, dann könnt ihr es da auch reinbauen lassen. Jo. Dann schaue ich es wieder zu. So, das war's dann auch schon von meinem Review. Ich hoffe, ich konnte euch wieder bei einer weiteren Jojo-Auswahl helfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.